Wie kaum ein anderer hat der Schweizer Musiker, Komponist und Arrangeur Matthias Rüegg die österreichische Jazzszene geprägt. Am 8. Dezember wurde Rüegg 65 und das Porgy & Bess würdigte ihn mit 3 Porträtkonzerten. Für ihn und Wolfgang Puschnigg begann alles im ehemaligen Club von Jazz Kitty. Am 19. Mai 1977 hatte ich mit der Jazz Kitty ausgemacht, dass der Wolfi und ich im Duo spielen. Das hat er mir aber jetzt gesagt, ich wusste das nicht. Der hat dann Bammel gekriegt. Wegen dem Klavierspielen. 10 Tage vorher habe ich mir gedacht, oh nein, ich spiele zu schlecht Klavier, das geht nicht. Und dann habe ich jeden Tag einen anderen Musiker angerufen und am Schluss habe ich der Gitti gesagt, du, wir kommen mit einem ganzen Orchester. Dann ist plötzlich das Wiener Adorchester bei der Jazz Kitty auf der Bühne gestanden, da waren auf einmal 20, weil jeder wollte spielen und niemand hat einen Gig gehabt. Und jetzt ist eben die Frage, was wäre passiert, wenn der Wolfi und ich diesen Duo-Gig damals gespielt hätten, dann wäre wahrscheinlich, hätte es Adorchester gar nie gegeben. Und heute Abend holen wir also diesen Gig nach 40,5 Jahren nach. Wie man sagt, gut Ding braucht Langeweile. Ich finde die Art und Weise, wie er sich jetzt asketisch durch das Leben schlägt, finde ich eigentlich faszinierend. Er hat erzählt, dass er seit Jahren nicht raucht, keinen Tropfen Alkohol trinkt und jeden Tag 5 Minuten unter kaltem Wasser steht. Das ist schon hart, oder? Mein Altersgefühl ändert sich manchmal schlagartig von, sagen wir, zwischen 35 und 110.